Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Dienstag und was ist Dienstag? Genau, Dienstag. Steffi und Tanja Time. Ja, und dieses Mal haben wir wieder ein Tauschpaket gemacht. Unseres ist ja schon etwas länger her. Ich muss mal Platz machen hier, glaube ich, auf meinem Tisch. Unseres ist schon länger her. Ich habe mein Tauschpaket hier drin in der Degusta-Box. Ich freue mich schon drauf, es mit euch jetzt auszupacken und geht natürlich gleich rüber zu der Tanja. Da packt sie nämlich mein Tauschpaket aus. Genau zur selben Zeit hat sie das Video hochgeladen. 10 Uhr am Start. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe es schon oben geöffnet und da habe ich wieder eine Karte drin. Tauschpaket Runde 2. Juhu! Ja, machen wir mal auf und dann schauen wir mal, was da drin ist. Hallo? Eine Karte. Kann noch was drin sein? Bevor ich sie irgendwie vergesse. Oh, eine Danke-Karte. Danke? Wofür? So. Hallöchen, meine liebe Steffi. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken. Ich hoffe, du kannst alles gebrauchen. Wenn nicht, gebe es einfach weiter. Liebe Grüße, Tanja. 1, 2, 3, los! Das werde ich machen und deine Karte wird natürlich hinten auch wieder an meine Wand kommen. Warum ist eigentlich der Schrank auf? Naja, egal. Ach, Leute, das Paket ist pralle, pralle gefüllt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wahnsinn! Tanja, bist du, wir hatten wieder uns ein Limit gesetzt, was wir ausgeben wollen, aber ich glaube, wir haben uns beide nicht wirklich dran gehalten. Ja. Ah ja, wir fangen jetzt an. Ich habe jetzt hier Bebeto Assort. Oh, die sowas mag ich ja, ne? Da stehe ich total drauf. Die mag ich. Die mag ich. Ja, diese Gummis. Oh, komm, wir machen da mal was auf. Und so. Solche? Auch sowas steht. Ja, gut für mich. Total gerne. Ja, alles sehr schön angepackt. Mit so frühlingshaften Papier. Und dann machen wir das erste doch mal auf, oder? Mhm. Das wird wahrscheinlich ein längeres Video. So, schauen wir mal, was so das erste beinhaltet. Da haben wir drin eine Soothing Handmask. Das ist gut. Ich habe schon mal eine Handmaske gemacht in einem Video. Die fand ich echt, echt gut. Angereichert mit Shea-Butter, Macadamia-Öl und Vitamin E. Pflegt und hydriert die Hände. Ein paar Handschuhe zu einmaligen Anwendungen bestimmt. Hatte ich schon mal in einem Video gemacht, wie gesagt. Finde ich echt gut, diese Handschuhe. Dann haben wir noch eine Hot Hair Treatment in Cap Kokosnussmaske. Was muss man denn damit machen? Haarbehandlung mit Kokosöl und Haube. Den Beutel mit dem Öl ein paar Minuten in warmes Wasser legen. Okay. Öl in gewaschenes, handtuchtrockenes Haar einmassieren. Die Haube über das Haar ziehen, 30 Minuten einwirken lassen und mit Shampoo und warmem Wasser ausspülen. Ja, das machen wir natürlich auch zusammen in einem Video, wenn ich meine Maskenwoche immer habe, ne? Ja, natürlich. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Da freue ich mich drüber. Dankeschön. Dann kommen wir zu Päckchen Nummer 2. Also es sind jetzt keine Nummern drauf. Ich sage jetzt einfach Päckchen Nummer 2. Das Socken. Wenn das in Zellophan eingepackt ist. Oh nein. Ja, meine Liebe. Deswegen hast du nichts gesagt. Das erklärt jetzt einiges. Glamping Squad 9 Color Eyeshadow Palette. Ja, Tanja war beim Action. Das Problem ist, ich hab die schon. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich hab die schon und ich habe die sogar ausgemustert. Weil die, die war nix. Von den Augen her. Aber, liebe Tanja, ich werde den jetzt behalten. Meinen habe ich, der wird weiterwandern, aber deinen werde ich behalten, einfach für meine Sammlung.
aus, fertig. Ja. Also, hast du alles richtig gemacht. Ist super, habe ich mich darüber gefreut. Das weiß man ja vorher nicht, ne? Dann wird die auch mal eine Action fertig und dann auch mal was kauft. So, als nächstes. Nächstes Paket. Ich muss das hier mal runterstellen. So, geht das so besser. Ja, das kann man ja vorher nicht wissen, ne? Ich habe mir die wirklich erst vor kurzem zugelegt. Oh, was hast du hier denn Schönes? Oh, das ist aber schick. Okay. Das ist so, also da, das ist schön. Guck mal, eine Tasche. Eine Tasche. Die ist toll, oder? Die gefällt mir. Also da kannst du Portemonnaie reinstecken und, ja gut, viel kannst du jetzt da nicht reinstecken, ne? Ja, also die finde ich echt schön, ne? So für den Urlaub auch. Ne? Portemonnaie reinstecken und Schlüssel, halt nur das Nötigste, aber die finde ich schön. Die finde ich echt toll. Danke. Da freue ich mich. Die ist schön. Dankeschön. Dankeschön. So, als nächstes. Ich hänge hier irgendwo. Als nächstes. Was haben wir denn da? Ja, das kann man immer gebrauchen. Als YouTuber sowieso. Und das ist nämlich so, das finde ich gut, das finde ich gut. Das ist nämlich so ein Kosmetikhalter. Hoho. Ja, da kannst du gut Lippenstifte reinpacken, Mascaren etc. Pipi. Das finde ich gut. Das wird, oder Pinsel auch, ne? Das wird nämlich immer, wenn ich jetzt ein Schminki mache, da meine Lippenstifte und Mascara reinkommen, die ich nämlich dann gebrauche. Oder wenn ich so eine Mascarenwoche mache, dann liegen die meistens wirklich hier immer so rum. Aber da kann ich sie dann reintun und dann weiß ich, aha, das brauchst du oder eine Lippenstiftwoche. Das finde ich echt cool, danke. Oh, das ist Duschgel, ha? Ist ja wohl keine Bodylotion, oder? Herz auf die Bodylotion. Oh nein, für die Haare. Swiss Opal, eine Haarkur, Arganöl. Aufbau und Schwung für trockenes, glanzloses und sprödes Haar. Das finde ich gut. Das geht immer. Oh. Du findest immer so Sachen, die so gut riechen. Das ist echt gut. Das riecht super. Da bin ich gespannt, ja, wie die Kur so ist auf meinem Haar. Boah, es ist so viel hier drin, Leute. Nicht so viel. Eine Tasse. Gut eingepackt, damit nichts kaputt geht. Genieße den Tag. Ach, die ist schön. Guck mal. Ja, das werde ich auf jeden Fall immer machen. Den Tag genießen, auch wenn man arbeitet. Und die werde ich mir dann auch mal mit zur Arbeit nehmen. Weil da trinke ich nicht aus dem Glas, sondern aus einer Tasse meine Getränke. Meine Cola Zero oder Wasser oder so. Aber die werde ich mir mitnehmen. Aber die bleibt dann auch immer in meiner Tasche, weil sonst ist sie nämlich weg. Ja, die mache ich mir dann immer sauber selber und sonst ist sie dann nicht weg und dann habe ich nicht meine Tasse gehabt. Okay. Mir rutscht was. So. Als nächstes. Oh, das sieht mir nach Parfüm aus. Ein Eau de Parfüm von Sexy Dentelle. Sexy, sexy, sexy. Da riechen wir natürlich dran. Mal gucken. Die Verpackung hier von außen ist schon mal schön. Oh, was ist das? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Guckt euch die mal an. Guckt euch das Parfüm an. Boah, wie edel. Und in so einer ne, Bombe. Boah, die müssen wir jetzt mal, mal ausprobieren hier. Und dann in so ein Netz rein. Oh ja. Mhm. Das ist genau meins, ja. Oh, das riecht gut. Ja, das gefällt mir. Und Eau de Parfüm ist immer gut und die Verpackung ist einfach grandios. Na? Kann man das mal so schön
mit dieser Spitze. Oh ja, schönes Parfüm, mag ich sehr. Dankeschön. So, was haben wir denn noch? Noch mehr. Ist wie Weihnachten. Tauschpaket können wir jeden Tag machen, ne? So, als nächstes. Oh, bist du wahnsinnig? Hallo? Von Bruno Banani, not for everybody, ne? Woman Limited Edition. Oh, das ist ein Body Spray. So verrückt, Barb. Bruno Banani kostet ja auch ein paar Euro. Das ist ein duftendes Körperspray. Ich liebe Bruno Banani. Wollen wir mal gucken? Oh ja, oh ja. Oh, das ist voll. Oh. Also es ist eine Limited Edition. Oh, das ist voll meins, ne? Ja. Oh, das ist meins. Danke. Das ist toll. Das ist wie Parfüm, ne? Oh, Wahnsinn. Spitze, danke. Hast du ja einen Unkostenstift. Von Douglas. Naturals. Delicate Cleansing Lotion. Das ist eine Reinigungsmilch. Zum Make-up. Sanfte Reinigungsmilch von Douglas. Das ist, um das Make-up abzunehmen. Das finde ich gut. Das habe ich ja immer sehr gerne. Berührung mit den Augen vermeiden. Ja, ich bin da immer nicht so pingelig, ne? Ich mache damit auch mein Make-up ab. Mein Augen-Make-up. Danke, da freue ich mich. Das ist schön. Das ist sehr schön. Immer zwei hier raufgeholt. So, als nächstes haben wir ein Stirnband. Yay, ein Stirnband. Oder? Doch. Ein Haarband. Ein Haarband in weiß. Machen wir hier mal den Knuffi ab. Ja, gut, das ist, wenn man sich schminkt auf jeden Fall. Oder wenn man Masken macht, ne? Wo ist mein Spiegel? Dann kann man die richtig schön, ja. So, richtig schön aufsetzen. Und dann kannst du nämlich schön, ja, deine Masken machen, ohne dass du alles hier, ne? Das sind ja meine restlichen Haare. So, können wir ja einmal dran lassen, ne? Sieht doch schick aus. Oh, Masken, Masken, Masken. Jo, eine neue Premium-Qualität. Kollagen-Booster Isana-Tuchmaske. Eine Katzenmaske. Miau, Blueberry. Die habe ich wirklich noch nie gehabt. Und die UT Energy Elixir Tuchmaske, die ist klasse. Elixir oder UT ist echt super. Das sind tolle Masken. Davon habe ich nämlich jetzt auch die goldene gehabt. Ja. Weiter geht die lustige... Oh, das ist aber was Großes. Hallo? Ein Kissen. Ein Kissen. Oh, mit Mauschen, mit Mauschen, mit Bursche und die Schneckebutz. Oh. Oh, das ist süß. Ich habe nämlich schon ein Kissen mit drei Katzen drauf und das kommt im Wohnzimmer dabei. Oh, du bist süß. Dankeschön. Oh, diese Mauschen. Mauschen, Mauschen. Ja, ich bin Katzenliebhaber, man merkt's. Oh, das ist süß. Ja, das gefällt mir. So, dann leert sich hier mein Karton. Als nächstes, ich höre schlecht jetzt, warte mal, ich muss mal hier mein Tuch wieder abnehmen. Oh, jetzt habe ich Fusel. Oh, die Haare stehen zu Berge. Na, hallo? So. So, weiter geht's. Was haben wir denn da? Das ist ein Make-up Remover Pads. Ja, da kannst du ja eh nie genug von haben, ne?
in so einem Beutel drin. Finde ich sehr schön. Machen wir das mal ab hier. Gucken wir mal, wie die so aussehen. Oh, da sind aber viele drin. Schön. Ha. Oh, die sind aber schön weich und in grün. Ja, besser in so grün als in weiß. Da kriegst du meistens nicht sauber. Und dann musst du sie doch mal früher oder später wegtun. Ne? Auch wenn man sie in meine Maschine, aber irgendwann kommen sie dann auch weg. Dankeschön. Dann kann ich nämlich mal welche ausmustern. Yay, super. Und in so ein Säckchen finde ich das auch ganz toll. Ich hatte hier noch was. Nochmal von Douglas. Hair Ultimate Shine Rising, ja, genau. Essigspülung? Okay. Nicht in die Augen sprühen, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Toll. Mehr an Deutsch steht da nicht da. Essigspülung? Also soweit ich das, also du sollst deine Haare erst waschen, dann sprühst du das da drauf und dann wäschst du es wieder ab. Riecht das wirklich nach Essig? Ja, das riecht nach Essig. Das probiere ich auch mal aus. Da bin ich echt gespannt. Ha! Pflege kannst du ja für gefärbte Haare immer haben. Leute, noch drei Sachen. Dann ist das Paket leer. Oh nein. Ja, hier haben wir wahrscheinlich was zum Duschen. Ah, das passende Shampoo von Swiss Opal Arganöl. Aufbau und Schwung. Dankeschön. Und ich sehe, mein Akku blinkt. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und es geht weiter. Ich muss mal, warum habe ich meinen Spiegel jetzt hier hingestellt? Es geht ja noch weiter. Ich habe noch zwei Dinge zum Auspacken. Und da fangen wir einmal hier dann noch mit an. Da habe ich drin von Sense Pink Paradise Body Mist. Ach, das ist auch so ein Body Spray wie Bruno Banani, was so gut riecht. Körperspray, genau. Mal gucken, wie das so riecht. Und das riecht gut. Also es gibt ja wirklich so Body Sprays. Ja, es gibt wirklich Body Sprays, die... Jetzt hat man, glaube ich, in der Glossy Box mal drin oder sowas. Und in der Pink Box, die überhaupt nicht gut riechen. Ne? Die am Anfang denkst du, wow, und dann denkst du, ugh. Aber das ist schön. Danke. Und komme zum letzten. Leider. Das finde ich cool. Ja, warum nicht? Kann man auch machen, ne? Eine Zahnpasta. Finde ich super. Hat man ja auch in den anderen Boxen drin. Colgate Natural Extract Ultimate Fresh. Okay, mit Zitronenlemon? Mit Lemonöl, Aloe. Okay. Das finde ich cool. Danke. Das ist echt mal eine super Idee. Die sieht so... Ah, das ist so eine Tube. Guck mal, wie sieht aus wie Desinfektionsmittel. Oh, die riecht gut. Die riecht sehr frisch. Danke. Da freue ich mich echt drüber. Ich finde das cool. Ja, das war mein Tauschpaket mit der lieben Tanja von Tanjas Colorful World. Und ich muss sagen, das sind mehr wie 30 Euro, ne? Was wir uns gesetzt haben. Zwischen 20 und 30? Naja. Obwohl, ich bin ja auch nicht besser, ne? Ja, ich weiß. Ich fand das wieder ein sehr gelungenes Tauschpaket. Ich habe mich sehr, sehr über alles gefreut. Auch über die Palette. Und die bleibt in Ehren bei mir, weil ich die von dir geschenkt bekommen habe. Die wird bei mir bleiben. Und halt, ja, für meine Sammlung. Deswegen wird die bei mir bleiben. Und ja, auf alles andere freue ich mich echt zu testen. Das ist so mein Mütchenlein. Mütchenlein. Und ich finde alles super gut. Also du hast echt meinen Geschmack super getroffen. Bin begeistert. Ja, ich werde alles gebrauchen können. Das ist alles super. Nichts weitergegeben. Das Parfüm ist klasse.
Ja, und das ist auch so, ne? Ja, ganz toll. Meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht jetzt zu Tanja rüber zu swatchen, weil sie hat ja jetzt mein Tauschpaket, was ihr euch natürlich dann auch gerne angucken dürft. Und vergesst nicht, da auch einen Daumen nach oben zu geben. Das ist auch prall gefüllt, ja. Und ja, da ist auch, ja, ich habe da so, glaube ich, ein bisschen andere Mischung gewählt. Obwohl, Essen habe ich ja auch hier drin gehabt, da wird es nämlich auch was geben. Ja, meine Lieben, danke fürs Zusehen und das war wieder ein toller, toller Dienstag, den wir hatten. Und wartet mal, was erwartet euch denn dann die Woche, den Dienstag, wenn wir ja wieder beide unsere, wir haben das ja immer alles aufgeschrieben, damit wir auch wissen, wann wir welches was hochladen müssen. Genau. So, wir hatten nämlich jetzt unser Tauschpaket. Genau. Und danach wird kommen, was ganz lustig ist. Könnte lustig werden. Ja, könnte lustig werden. Da machen wir nämlich wieder ein Schminki. Aber das Schminki wird sein ohne eine Sache, die man eigentlich immer zum Schminken braucht. Die dürfen wir nicht benutzen. Und das könnte lustig werden. Also schaltet dann wieder ein bei uns beiden. Jetzt sage ich Wiedersehen. Ich muss jetzt meine ganzen schönen Sachen wegstellen. Und ja, meine Tasche werde ich mit im Urlaub nehmen. Das weiß ich. Also meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, rüber zu springen zu der Tanja. Viel Spaß da beim Unboxing. Meine Lieben, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.